Jörg Buschke, entdeckt Deutschland, Baby. Meine Damen und Herren, ich bin hier in der Taunusstraße für Gute Wiesbaden unterwegs. Und das ist die Chefin des Hauses, Regine Schmitz-Avila. Habe ich es richtig gesagt? Ganz genau, wunderbar. Frau Schmitz-Avila, kommen Sie doch bitte mal auf Ihre eigene Showbühne hier. Nee, wir sind ja per Du. Ja, wir sind Wieso mache ich denn dieses dämliche Sie? Ja. Hör mal, hier ist, ich bin hier hergerufen worden für Gute Wiesbaden, weil die Sonja Töpfer geschrieben hat, guck mal, da ist was ganz Tolles im Busch bei mir in der Nachbarschaft. Ja. Und zwar ist das diese Puppe. Was hat es mit dieser Puppe auf sich? Was ist so besonders an diesem wunderbaren Exemplar? Ja, das ist wirklich was ganz Wunderbares. Das ist eine Heiligenfigur aus Italien. Das ist so Mitte 18. Jahrhundert. Und man muss sich halt vorstellen, auf den Prozessionen in Italien, sehr katholisch natürlich, hat man diese Heiligenfiguren dann mit Kostümen bestückt und dann hat man sie eben durch die Straßen getragen. Und das Madonnengesicht ist eben auch besonders schön. Man kennt die italienischen Madonnen aus dem 18. Jahrhundert und es erinnert auch daran, es fehlt natürlich die Perücke, es fehlt das Gewand, aber es sind eben bewegliche Puppen, sodass man halt auch die Gelenke eben auch, und das ist das Besondere, daran bewegen kann. Also wirklich schön. Und das Besondere ist eben, dass das Untergestell auch noch vorhanden ist und eben die ganze Fassung noch komplett eigentlich erhalten ist. Ja. Habe ich eigentlich schon gefragt, aus welchem Jahr diese Puppe ist? Ich bin ganz angetan. Deshalb. 18. Jahrhundert, ganz genau weiß man das auch nicht. Man kann sie eben als Skulptur in den Raum stellen, einen Strahler drauf. Und die Ruhe, die das ausstrahlt, bewog mich dazu, sie eben auch in mein Sortiment aufzunehmen, weil es eben in der heutigen Zeit kaum noch Dinge gibt, wo der Blick lange drauf ruhen kann, finde ich. Und die eben eine solche schöne Ausstrahlung hat wie diese wunderbare Gliederpuppe. So ist die genaue Bezeichnung. Mhm. Wahrscheinlich hat es ein wunderschönes, langes, rotes Haar, ja, wie in der Renaissance eben auch die Madonnen in Holz geschnitzt haben. Ganz langes, herabwallendes Haar und dann eben ein sicherlich herrliches, großes Kleid. Man weiß es eben nicht. Es gibt eben kaum Literatur darüber. Es ist was ganz, ganz Seltenes. Wer hat denn diese Puppen in Auftrag gegeben? Also das waren oft reiche italienische Kaufleute gewesen oder eben die Kirche. Damals war ja Staat und Kirche eins. Und es kann gut möglich sein, dass also auch ein reicher Medici-Graf gesagt hat, ich möchte ein Abbild meiner Frau haben, fertigt es mir an, schnitzt es und er sie sich so einfach hingestellt hat. Ebenso gut möglich ist es aber auch, dass es eben eine Heiligenfigur ist. Wir wissen es einfach nicht. Das spielt eigentlich auch keine Rolle. Wobei eine Heiligenfigur mit so einem großen Ausschnitt würde ich eher glauben. Ja, da kam mir noch das Gewand drüber. Da kam ja noch auf alle Fälle das Gewand drüber. Das muss man sich so vorstellen, dass es eben die Tracht war. Und wenn es meinetwegen jetzt eine Heilige war, dann wurde das natürlich alles dann bedeckt mit dem Kostüm. Deswegen sind das alles Mutmaßungen letzten Endes, die wir alle nicht beantworten können. Saskia wird es uns auch nicht verraten. Sie ist einfach nur attraktiv. Saskia Venezia, wollen wir sie mal so nennen. Wo können wir mit ihr zusammen ein Selfie machen? Hier dran. Ja. Können wir gerne machen. So, Saskia muss im Mittelpunkt. Ich darf das gute Stück nicht umschmeißen. Und jetzt einfach bitte hier reinschauen. So. Jetzt nochmal Selfie für mich mit. Ja, hast du? Ja, genau. Moment. Ich muss gerade mich mal umstimmen. Sonja dreht das mit. Das muss ich auch gerade noch aufnehmen. Das ist quasi Cross-Media-Schnuckulation. Es ist der blanke Wahnsinn. Wo kommen wir noch hin? Hör mal. Doppelte Media-Abdeckung. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Let us look. Liebe Regine, du kannst mir natürlich in der Zwischenzeit erzählen, was sind so hier die Kniffe der Antiquitätenwelt? Was muss man beherrschen, damit die Leute hier reinkommen und sagen, das ist unsere Antiquitäten-Queen, die hat Ahnung davon? Naja, zum einen sind es eben ganz ausgewählte Stücke, die es eben nicht in massenhafter Anfertigung gab. Ja, das sind alles Einzelstücke. Und es ist eben das hochwertige Holz. Also das sieht man auch der Restaurierung natürlich, ist ein ganz wichtiger Punkt auch an. Und vor allem den Kirschbaumhölzer, also die hellen Hölzer, Mahagoni eben hier, wir haben 8 Monate lang eigentlich Winter
Und da will man nicht auf was Dunkles schauen. Darum habe ich mich also auf diese hellen Hölzer kapriziert, Kirschbaumhölzer. Ja, und die Ausstrahlung ist eben wichtig. Jedes Möbel hat eben eine besondere Ausstrahlung, finde ich. Und man kann sie benutzen, ja, sie sind in den Proportionen schön. Sie dürfen halt nicht klein und breit sein oder ja, also von der Tiefe her. Also sie müssen in den heutigen Räumen eben auch zu stellen sein, ja. Und so ein Bücherschrank wie da im Hintergrund, ne, der ist schon sehr schön, aber sehr schwer ist schon zu verkaufen, weil er eben 2,42 Meter hoch ist. Und das ist eben in den heutigen Wohnungen, wo gestern jemand da war und sagt, er hat 2,80 Meter nur, ist ein bisschen schwierig. Aber trotzdem habe ich ihn aufgenommen, weil es so ein schönes Möbel ist. Also wenn wir jetzt mal ein, zwei Stücke hier dauernd Ladenhüter wären und das würden die Leute auch von draußen sehen, würde das schon auffallen? Ja, klar. Also ich habe schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, den hat es ja auch schon ganz lange. Das ist bei Antiquitäten eben so. Ich meine, manche Sachen sind eben länger da, bis derjenige sie dann haben möchte. Das ist halt die Krux der Sache, das stimmt. Ein Ladenhüter ist in unserem Bereich Blödsinn, weil wir arbeiten ja in ganz anderen Kategorien von Zeit. Für uns ist ja ein Jahr ein Monat und 10 Jahre ein Jahr. Und die Menschen, die sowas möchten, die finden das auch schön. Und wir haben ganz andere, ja, wir sind eine Randgruppe und wir haben auch völlig andere, sagen wir mal, Bedürfnisse. Ja. Aber was mich wirklich interessieren würde, gibt es denn die Antiquität für den kleinen Mann, die kleine Frau? Also wirklich mal ein bisschen für das kleine Geld. Weil das sind natürlich alles Sachen, die kosten schon, ich sag mal, so 2,50 Mark. Ja, dafür habe ich mir etwas ganz Tolles ausgedacht, und zwar ein Kontaktformular. Jeder, der dann zu mir kommt und etwas sucht, der sagt dann, ich möchte so und so viel ausgeben, das und das soll es sein. Und das suche ich dann für ihn. Also ich besorge den Kunden auch die Möbel, die sie suchen. Verstehe. Bei dir ist das, was du einfach mitverkaufst, ist die Seele dieses Möbels, ist einfach die Geschichte, die da dranhängt. Habe ich das richtig erkannt? Du legst auch schon so ein bisschen den Fokus auf Art Deco? Ja, das habe ich mir ja vor Jahren selbst noch gegönnt, sage ich mal, ja, weil das immer in Deutschland irgendwie so ein bisschen mit, ach nee und so, das machen wir nicht, ne, das ist ja nicht die Restaurierung, das stimmt, das ist eigentlich keine Patina, sondern die Möbel werden knallhart lackiert und poliert und mit Acryllacken versehen, aber es ist für mich ein elegantes Design aus den 20er Jahren, was ich sehr, sehr liebe. Ich würde mich auch so einrichten. Ne? Komm ich vorbei, hol so ein paar Sachen. Man, im Grunde braucht man doch nur so einen Sekretär und so einen Stuhl und vielleicht noch so ein Bild von einer Dame aus den 20er Jahren mit einer schicken Applikation, die sie dann trägt. Und schon ist man selber auch Teil dieser Zeit und kann Best of Both Worlds, wie der Amerikaner sagen würde, genießen. Ist natürlich auch voll im Hier und Jetzt. Aber man hat durch deine Möbel die Möglichkeit, da ein bisschen abzutauchen. Ganz genau. Nochmal ganz kurz, Saskia, gucken. Dir, ne? Sie hat mich auch angelächelt. Du denkst Hallo. An die Beate Use-Puppe. Oder ich weiß nicht, wovon Sie reden. Da habe ich weiß nicht, Beate Use-Puppe. Nee, der hat doch zugemacht, der Beate Use-Laden. Ich habe die ganzen Puppen da weggekauft und dann musste der zumachen. Konnten sie nicht mehr nachkommen in der Produktion in Taiwan. Liebe Regine Schmitz-Avila, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit Gute Wiesbaden hier zu Gast sein durfte heute. Ich würde mich sehr freuen. Ja, ich finde immer keinen Schluss. Wie gesagt, liebe Zuschauer, bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr eine Person des speziellen Interesses wisst, ne? Jemand Verwandtes oder Bekanntes, bitte in die Kommentare schreiben oder an diese jetzt eingeblendete Adresse. Das hat jetzt schon begonnen, aber da muss noch ein bisschen, ist noch ein bisschen Luft. Toll. Ja? Super. Nochmal ein Gruß an die Welt. Ja, viele Grüße an die Welt da draußen. Ciao von uns. Meine Damen und Herren, Sie sehen Superstar Sonja Töpfer aus Wiesbaden bei der Arbeit. Schauen Sie die galante Handhaltung und dabei ein gelockerter Gesichtsausdruck. Sonja Töpfer, das ist wohl für Sie die ganz normale Arbeit, die Sie auch einfach nicht abschreckt, denn hier kommt es wirklich auf Gelassenheit an. Sonja Töpfer, wie ist es, wenn Menschen Ihnen einfach Quatsch erzählen wollen und Sie merken das? Wie wird das sanktioniert von Ihnen? Ich mache einfach den Ton aus und filme was ganz anderes. Das ist hart.
Das sind so die harten Dinger. Ich nehme das jetzt hier mit dieser anderen Kamera auf. Ne? Und eben die Sonja war gerade ganz dunkel. Das ist natürlich Kappes. Das ist alles doof gemacht. Nein, das kann so drin bleiben. Das ist gut. Aber das ist ein Trick, ne? Die Leute merken das gar nicht. Ja? Oft merken die Leute nicht, dass sie gefilmt werden. Gestern hatte ich die Straße gefilmt. Ein Trick ist es, ich gucke woanders hin und alle Leute denken, ich filme was anderes, obwohl eigentlich die Kamera die ganze Zeit auf die Leute gerichtet ist. Aber gut, muss man ja nicht verraten, wie man arbeitet, ne? Aber es macht schon ein bisschen Spaß.